Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Kingdoms Come Deliverance. So, verdammt. Die letzten Folge haben wir extrem lange überzogen. Mal wieder. Es ist ja schon fast normal, dass wir überziehen. Ich weiß nicht was. Okay, gut. Kurzer Blick. Ah, das könnte vielleicht auch Cholera sein, aber jetzt fehlt nur noch das und das. Gut. Der Weg scheint in Ordnung zu sein. Und wieder Gebüsch. Verdammt, dass man nicht einfach durchs Gebüsch reiten kann. Nein, wir wollen darüber. Also geben wir Gummi. So, ich hoffe mal, wir kommen gut voran. Wow. Mann, ich hätte schlafen sollen oder so. So, eieieiei, überall diese Dunkelheit, man sieht ja kaum was. Man sieht nicht mal... Oh. Der Abgrund, der vor einem ist... Ja, geschafft. Der reitet wie ein junges Pferd. Hm. Ein weiterer Kräutergarten, oder? Waldgarten. Absteigen. Ich habe die Vermutung, dass das nichts ist. Verdammt. Gut, wo sind wir? Okay. Und Hotzere. Ah, hier ist das Holzfällerlager. Dann muss es wirklich hier sein. Wenn es bei dir nicht ist. Ja, braves Pferd. Du schaffst es. Mann, geht das hoch, hoch. Hoch, hoch? Das... Ja. Mann, ist das hoch. So. Aha. Was ist denn das hier? Interessanter Ort. Ja, das scheint... Was scheint das zu sein? Ha? Hab keine... Oh. Schwer. Das übersteigt mein Können. Mein nicht vorhandenes Können. Okay, und... Ja, geiler Pferdearsch. Okay, zuerst einmal... Ah, wir sind gleich da. Achso, das ist ein... Ich dachte, das wäre jemand, der sich versucht anzupirschen. Hm? Hier? Oh, hier unten, oder? Das könnte sein.
Ja. Also diese Höhle muss es sein. Finde die Höhle in der... Großer Gott, was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist! Bitte töte mich nicht, ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten, ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht umbringen. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du dann? Ich bin Heinrich. Finde die Höhle in den Hügel bei Dedetschko. Ich bin auf Herrn Ratze geheiß hier. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Sie sind hinter dir her. Hier. Ich komme im Namen von Herrn Ratzig Kubilla und Herrn Hanusch von Leipa. Ich untersuche den Überfall auf das Gestüt bei Neuhof. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn du auch nur eine Aussicht darauf haben willst, dem Galgen zu entrinnen... Schenk rein Wein ein, ja? Himmel, Herrgott, das hat wohl nie ein Ende. Na? Also gut. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen riesen Anschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Die Bande. Erzähl mir etwas über deine Bande. Deine Bande. Was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Mhm. Wer hat dich Wicht vorgestellt? Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Okay, wo sind Tim und Pius? Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Zurück... Und jetzt über Wirtsbande. Kanntest du irgendeine von Wirtsleuten? Kanntest du einen von Wirtsleuten? Nein. Haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Okay, wo stecken Wicht und der Rest der Bande? Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen.
Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Okay, und wo befindet sich dieses Lager? Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie, aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Okay. Überfall auf Neuhof. Beschreib mir den Überfall in allen Einzelheiten. Was hat sich nach dem Überfall ereignet? Hier. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad? In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob's da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er an den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich hab ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war's nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Okay, was hat sich nach dem Überfall ereignet? Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Okay, Überfall auf Neuhof. Zurück. Das genügt fürs Erste. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. Hier, wir haben die Höhle gefunden. Haltet die Fresse, sonst hört ihr euch noch. Scheiße. Das sind Wichts, Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Ich hau ab, bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh, großer Gott. Da stand aber Heilige Maria. Also vermutlich hast du recht. Auf die Pferde. Was ist hier los? Hey, was ist das? Wer ist da? Wer ist da? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Na komm schon! Verdammte Scheiße! Scheiße, ich sehe nichts. Musst du jetzt weinen? Soll das etwa alles sein? Moment. Wo ist der andere?
So. Schöner Überraschungsmoment. So, hier. Hier. Jetzt bist du am Arsch. Gut getroffen. Okay. Da Prius gestorben ist. Prius? Mein Freund Timmy. Ich sehe ja kaum was. Wer ist? Was ist hier los? Was ist da? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Du bist tot! Ah, verdammt. Ich zerquetsch dich wie eine laue Feder. Okay. Verdammt, warum... Fortfahren. Warum muss es gerade Dunkelheit sein? Also voller Dunkelheit. Was ist hier los? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Du wirst leiden. Ach, verdammt. Das wird mir eine Freude. So. Hast weiche Knie bekommen, was? So. Ja, Scheiße. Soll das etwa alles sein? Scheiße. Brisante Diebesguttaste, wenn du, ja. Hey, wer ist da? Was ist das? Hier los? Wer ist... Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Das wird mir eine Freude. Au. Du wirst leiden. Ah, Scheiße. Weiche Knie bekommen, was? Ah, verfahren. Wo? Ja, wir sind tot. So. Gehen drei auf einmal. Was ist? Wer ist da? Was ist hier? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Soll das etwa alles sein? So. Ich schlachte dich ab. Ah, Scheiße. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Ah, Scheiße. Aber diesmal waren wir halbwegs gut. Das Problem ist meine Geschwindigkeit. Wer ist da? Was ist das? Was ist... Was haben wir denn da? Unterhaltung! Vorzüglich! Das wird mir eine Freude. Okay. Ah, Scheiße. Hast weiche Knie bekommen, was? Scheiße. Fortfahren. Irgendwie müssen wir das schaffen, wir haben sonst keine andere Wahl. Was ist sie einfach zu wenig? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Das nennst du kämpfen? Ah, Scheiße. Was ist los?
Komm schon! Ach, Scheiße. Das wird mir eine Freude. Ich sehe nichts. Scheiße. Okay, wir werden sterben. Gut. Tötet mich. Musst du jetzt weinen? Ja! Oh, Mann. Moment, ich sehe nicht. Mehr hast du nicht drauf? Du gehörst mir. Mir. Das okay. Lässt du kämpfen? Herrgott. Vitalität? Haben wir es geschafft? Moment, Rüstung, Nahrung. Anwenden? Nein. Ah, so, anwenden ist für. Reden? Stinker! Ich habe noch ein paar Fragen. Was? Wichtsbande. Erzähl mir von Wicht. Wer ist dieser Wicht? Wie sieht er aus? Weißt du irgendetwas über ihn? Hab ihn vorher nie gesehen. Der ist ein Hühne. Sogar seine eigenen Männer scheißen sich vor ihm in die Hose. Kannst du dich erinnern, wie sein Schwert aussah? Nein, war nur ein gewöhnliches Schwert, glaube ich. Warum? Ich glaube, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, diesem Hundesohn über den Weg zu laufen. Und er hat etwas, das ihm nicht gehört. Okay. Wie es weitergeht. Du kommst mit mir. Herr Ratzig und Herr Hanusch werden dich anhören wollen. Ich vermute mal, ich habe keine Aussicht drauf, dass du ein Auge zudrückst. Warum sollte ich? Ich habe nichts wirklich Schlimmes angestellt und dir alles gesagt. Das kannst du ihnen selbst erzählen und mich hier lassen. In ein paar Wochen schnüre ich mein Ränzel und zieh Leine. Er bringt dich nach Hattai. Ich werde dich hier und jetzt erledigen. Es wäre das Beste, wenn du verschwindest. Es wäre wohl das Beste, wenn du verschwindest. Du nützt mir jetzt sowieso nicht mehr. Danke, danke. Das werde ich bis zum Tag meines Todes nicht vergessen. Versuch, ein redliches Leben zu führen. Ich versuch's. Versprochen. Willst du nicht das Geld zurückgeben? So, aber wir haben es geschafft. Und da unten ist der Leichnam runtergefallen. Okay. Ich bin nicht besonders schnell. Brot, Honig, Aber wo ist sein Schwert? So. Drehen nach Hattai bringen sollen. Und hier ist der andere, oder? So, plündern. Dietrich. Groschen und so weiter. Ah, und sein Schild. Schwerer Schild. Körper. Ah. Und treuer Gefährte. Gut, es fehlt jetzt nur noch einer. Der mit dem Bogen. Also, hier haben wir einen Wundpfeil. Und verdammt, das wäre besser gewesen am Tag. Hätte warten sollen oder so. Aber andererseits hatte ich Angst, dass es das passieren könnte, dass sie angreifen und wir zuletzt kommen. Okay, plündern. Was haben wir hier?
Rustikasen, Haselnussbogen. Sonst noch etwas hier am Boden rumliegen? Nein. Gut, was haben wir? Aha. Windmühle, Timmy. Ich glaube, wir gehen nach Rattay. Aber schnell reisen können wir nicht, weil wir zu schwer beladen sind. Also müssen wir selbst hingehen. Was sehr mühsam sein kann. Moment, ist unser Trank schon vorbei? Gut. Moment, was haben wir? Fliegenpilz. Groschen haben wir fast 1000. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir mal geradeaus. Aber dieser Typ da, der hier unten, hat doch auch irgendetwas gehabt. Eine Waffe. Warum finde ich seine Waffe nirgends? Er ist runtergerollt, seine Waffe vielleicht nicht. Ich finde es gut, dass wir sie besiegt haben. Okay, es war knapp. Würde ich es nicht nennen. Es war schrecklich. Wir hatten zum Glück extrem viel Glück. Und es war auch von Vorteil, dass wir zu zweit waren. Während wir sie beschossen haben und halbwegs abgelenkt haben, hat unser Freund Stinker sie von hinten malträtiert. Das war von großem Vorteil. Und jetzt, wo sind wir überhaupt? Disco. Jetzt müssen wir irgendwie über einen großen Fluss drüber. So. Ups. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja gleich in der Nähe des Müllers. Dann können wir ja ein paar Sachen verkaufen, aber das Problem ist, dieser Müller hier schläft um diese Zeit. Gut, dann reiten wir halt nach Rattay. Mit deinem Pferd sollte es nicht allzu lange gehen. Diese Bastarde. Aber gut. Wo sind wir überhaupt? Noch nicht mal bei der Mühle. So. Bevor ich es vergesse. Waffen. Was haben wir sie für Waffen? Treue Gefährte. Wir tragen fast 300 Pfund mit uns, obwohl wir nur 109 tragen können. Spiel. Ein neuen Haupt. Was haben wir hier? Skete. Wir können ja. Schönling, Rohling. Du bist sehr ansehnlich und charismatisch, gehörst aber nicht gerade zu den stärksten Mannsbildern. Dein Charisma ist um 2 Punkte erhöht, deine Stärke um 2 Punkte verringert. Rohling. Kann nicht mit der Rohling, goldene Zunge, Akrobat und der Nacht und Nebel kombiniert werden. Was bringt das? Du setzt lieber auf rohe Gewalt, statt Konflikte diplomatisch zu lösen. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkte auf Stärke, aber einen Malus auf 1 Punkt auf Charisma und Redekunst.
Nein, Nacht und Nebel, du siehst es vor, dich in den Schatten aufzuhalten. Du hältst einen Bonus von 2 Punkte auf Heimlichkeit, verlierst aber einen Punkt bei Stärke und Redekunst. Kann nicht mit dem... Güldene Zunge. Du hast stets Diplomatie, rohe Gewalt vorgezogen und das macht sich bemerkbar. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkte auf Redekunst, aber ein Malus auf 2 Punkte auf Stärke. Gelehrter. Ah, deine Lesefertigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht dir jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf werden um 1 Punkt verringert. Ernsthaft? Du warst schon immer gelenkig und hast in deiner Kindheit viel herumgetobt. Dir dabei aber oft den Kopf gestoßen. Redekunst und Charisma sind um 1 Punkt verringert. Dafür aber du erhältst einen Bonus auf 1 Punkt auf Agilität. Naturbursche. Der Wildnis erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf... Connect mit Bürger. Frischluft nach dem Kerker aufgedreht. Deine Energie sinkt um 1/4 langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Es geht langsamer ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negative Auswirkungen 20% stärker. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und ungefähr je besser... Also, je schlechter das Bett, desto besser kannst du schlafen. Nein, Duft des Mannes. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine... Nö, Nachtschwärmer... Nö, aufgedreht ist vielleicht etwas. Deine Energie sinkt um 1/4 langsamer, weswegen du nicht länger ohne Schlaf auskommst. Das will ich nicht. Bürger in der Nähe von Städten. Naturbursche kann nicht kombiniert werden. Berüchtigt. Mit schlechtem Ruf in einer Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Zudem verbessert sich dein Ruf erheblich schneller als üblich und die Malus für Kerkeraufenthalt schlagen weniger zu Buche. Dorfheld. Mit gutem Ruf in einer Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke. Sinkt dein Ruf erheblich schnell. Allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller als sonst und die Malus für Kerker bleiben länger bestehen. Erste Hilfe 2. Ich warte auf Erste Hilfe 2 und Spear. Und dann, solange du dich nicht bewegst, bleibt deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Hier. Verbände sind 50% effektiver. Für einen Dörfler verstehst du ganz schön viel von Heilkunst. Diese Spezialisierung eröffnet dir die höchsten Dialogoptionen, wenn es in Gesprächen um Heilung geht. Und Speer. Ich werde die 2 und dann das hier. Ah, Vitalität haben wir auch noch einen Punkt. Dickes Blut, gesunde Ernährung. Wenn du dich 5 Tage in Folge Nächte überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von auf Agilität und Vitalität. Robuster Magen. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen oder vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positiven Auswirkungen. Gilt nicht für Alkohol. Gesunde Ernährung könnte was sein. Ich muss aber dafür 5 Tage in Folge nichts falsch machen. Dickes Blut, bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Ja. Gesunde Ernährung. Ja. Und hier behalten wir es vorerst. Beim Kampfschwert. Boden haben wir es auch bald. Fertigkeiten. Ah, Trinkfest. Stimmt, das war ja was. Ach, das Wale. Du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken und du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken und verpasst somit weniger deines hart verdienten
verprasst, somit weniger deines hart verdienten Geldes. Zudem hält dein Kater am nächsten Tag nur halb so lange an. Bedenke jedoch, dass schnell betrunken zu werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Loses Mundwerk, wenn du betrunken bist, erhältst du einen Bonus auf Redekunst und Charisma. Bist du verkatert, sinkt der Wert jedoch um 50%. Säufer hält doppelt so lange an, wenn du dich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besaufst, erlebst du deinen Rausch ohne negative Begleiterscheinungen. Sobald du jedoch wieder nüchtern bist, hält dein Kater doppelt so lange an. Du wirst dich nie bis zur Besinnungslosigkeit besaufen, aber die negativen Auswirkungen eines Katers fallen 30% stärker aus. Kann nicht mit der Spezialisierung sicherer Heimweg kombiniert werden. Wenn du dich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hast, wachst du zu Hause in deinem Bett auf und nichts aus deinem Inventar ist dir abhandengekommen. Kann nicht mit der Barus. Du kannst nicht, aber. Also hier kannst du nicht bewusstlos werden. Aber die negative Auswirkungen sind hoch. Und hier verlierst du nichts mehr, bist im Bett, alles gut. Schnapstrinker. Schnaps ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Also beim Saufen will ich eigentlich nicht wirklich etwas. Okay, hier habe ich 0. Lese, also wie maximal Stufe, nur halb so schnell müde und lese, ich meine hier. 3, 5, 7, 9, so weiter, ich kann, glaube ich, dann alles lesen. Und hungrig wie gewöhnlich, Schnappenjäger, sämtliche Bücher in Läden sind günstiger, Kunstliebhaber. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Ja, Magistrat, gebildet zu sein, hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Bücherwurm. Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Okay. Komfort, wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Aha. 2 Punkte, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen, wissbegierig. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Überzeugend? 3. Nicht schlecht. Und Kartograf. Die ganze Karte wird aufgedeckt und offenbart dir alle besiedelte Orte, Jagdgebiete und Höhlen. Beim Reiten kommen noch andere. Zugestattete Pferd. Verletzt ist es schneller. Fest im Sattel. Okay. Ist ein Pferd verletzt, so ist es schneller. Warum sind wir hier? Wie sind wir hierher gekommen? Das ist seltsam. So. Sehr seltsam. Gut, wo kann ich das Leben, die Lebenspunkte meines Pferdes sehen? So. Los, los, los. Kommen an Rattai immer näher. Und ich hoffe mal, der Waffenschmied hat genug, oder die Schmieden und so haben genug Kleingeld dabei, um mich ein bisschen auszuzahlen.
mich und mein Pferd. Denn mein Pferd hat auch tonnenweise Zeug bei sich. So. Gib Gas, Patchett. Heißt der Pferd, das Pferd so? Ich weiß, irgendetwas mit P. Paget? Patchett? Irgendwie so etwas. Wie weit sind wir eigentlich? Oh, wir kommen bei der Mühle an. Aber das ist gut. Dann können wir eine Runde schlafen, bevor es Tag wird. Dann können wir sehen, was wir beim Müller so alles abgeben können. So. Es ist fast 5 Uhr morgens. Bianca, ist etwas passiert? Pebbles, er heißt Pebbles. Theresa meine ich, nicht Bianca. Bianca war jemand anderes. Pass auf, wo du hingehst. Tut mir leid, Theresa, Moment. Theresa? Theresa, Liebling? Warte doch. So, habt ihr was mitgebracht? Ich habe dir etwas mitgebracht. Schmuck. Dolch, Alkohol, Schmuck. Oh, Heinrich, ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Gefällt mir sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Ach, kein Problem, wollen wir uns spazieren? Nö, noch nicht. Ich will mich kurz hinlegen. Meinen geschundenen Körper ein bisschen Ruhe gönnen. Und ich sollte voller Blut sein, oder? Nee, nicht einmal. So. Ab aufs Bettchen. Jetzt eine Runde schlafen. Meine Gesundheit. Okay, 2 Stunden sollte reichen, oder? Ja. Dann sollte es langsam genug sein und dann kann ich zum Heilen kann ich ja auch ins Bad gehen. Komfort 50%. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.